hier schon wieder zurück bei Horizon Zero Dawn. Wir haben gerade Nakoa befreit aus den Fängen von Said und seinen Männern, die hier irgendwelche Sklaven sonst nicht was Geschichten machen und Frauen verkaufen und Männer verkaufen. Und ja, jetzt fragen wir erstmal, was hier überhaupt los ist. Wie wurde Said zum Boss eines Sklavenhändlerrings? Der Abschaum, den du getötet hast. Er hat in den roten Raubzügen für Said gemordet. Der neue Sonnenkönig warf sie aus der Armee. Doch Said konnte sich herausreden und erkannte, dass hier neue Verdienstmöglichkeiten auf seine Bagage warten. Schon hart, ey. Wie hat Said dich erwischt? Ich wollte ihn am Tagturm stellen, aber er erwischte mich. Er ließ mich gehen und später von seinen Männern einfangen. Und danach? Er wollte mich als Sklavin verkaufen, wie die anderen armen Seelen, die Woche für Woche hier durchkamen. Aber er ließ sich Zeit und drangsalierte mich, wann immer er vorbeikam. Dass ich ihn töten wollte, hat seinen Stolz verletzt. Ist denn alles in Ordnung? Du hast viel durchgemacht. Mir geht's gut. Ganz sicher? Said ist tot. Ich hätte alles ertragen, um das zu erreichen. Und das habe ich. Was hast du jetzt vor? Die anderen waren monatelang in diesem Keller. Je schwächer sie wurden, desto schlechter konnte Said sie verkaufen. Sie brauchen Nahrung, Ruhe und Hoffnung. Ich bringe sie nach Meridian und versorge sie. Du willst auf keinen Fall wieder zurück? Was ist mit Jan? Die Stammmütter lassen mich nicht zurück. Selbst wenn, würde ich nicht gehen. Von mir aus können sie verbrennen. Was Jan angeht, weiß ich, wie ich ihn benachrichtige. Der Zwerg fehlt mir. Aber dann weiß er, dass ich in Sicherheit bin. Es wird Zeit für mich. Hey, ich kenne nicht mal deine Geschichte. Sie muss gut sein, wenn sie dir das Sucherzeichen gaben. Wenn du sie mal erzählen möchtest, komm zu mir nach Meridian. Ich bin dort, bis die anderen wieder auf den Beinen sind. Bis dahin. Vielen Dank, dass du mir mit diesem Abschaum geholfen hast. Vielleicht kann ich Said ja jetzt vergessen und zu meinem Vater gedenken. Das wäre doch was. Was ist das? Feuerstürmer? Ach so, wir hätten damit eben kämpfen können, ne? Ja gut, das klappt jetzt nicht mehr. Aber wir können die anderen noch looten. Da haben wir hier aber auf jeden Fall eine richtig gute Tat getan. Das finde ich gut. Das freut mich. So, wo sind denn noch welche gestorben? Da oben, wo ist da noch was? Da ist auf jeden Fall noch was. Das merken wir uns einmal. Da ist ein Wildschwein. Das brauchen wir nicht. Oder ich hoffe, wir brauchen das nicht mehr. Dann nur noch diesen hier oben. Finde ich richtig gut, dass unser Pferd einfach mitgeholfen hat. Wir haben einfach das Tor aufgemacht und es reingelassen. Dann hat es direkt geholfen. Finde ich richtig gut. So. Okay. Ja, also das war tatsächlich hier schon der Teil. Und jetzt müssen wir nach Meridian. Ich weiß nicht, ob wir schon nach Meridian sollten. Oder ob wir... Warum ist das hier rot umkreist? Huch, nee, so und so. Oh. Was heißt das hier? Verdorbene Zone, Stufe 20. Welche Stufe sind wir eigentlich? Ich wollte mal ganz kurz gucken, die andere Hauptquest. Begib dich nach Meridian, begib dich zum Roten Echo. Trifft dich mit Val und Sona. Das ist nämlich hier ganz am Arsch der Welt. Ganz woanders wieder. Oh, das ist aber richtig weit weg. Ich weiß nämlich gar nicht, wohin das führt. Und ob wir das vielleicht sonst vorziehen sollten. Aber ich glaube, wir machen erstmal das. Wir müssen wahrscheinlich dann eh zurück. Okay, also müssen wir jetzt nach hier. Wir speichern hier nur mal ganz kurz. Oh, da will ich auch das da noch mit. Was ist das denn? Eisrauchreif, ja. Nehmen wir mit. Dann speichern wir. So. Okay, und dann in diese Richtung.
Ja, hier ist noch ein Lagerfeuer, das nehmen wir jetzt nicht mit. Was sind das hier für Karrenspuren? Sind wir hier durch? Sieht so aus. Ganz normaler Weg. Was seid ihr für welche? Lanzenhorn. Wie viele verschiedene es gibt, ne? Du bist ein Langbein. Okay, gibt es hier noch irgendwo ein Lagerfeuer? Nicht, dass wir das verpassen. Nur da, wo wir schon waren. Und da kommen wir direkt dran vorbei. Dann würde ich sagen, lassen wir mal die Lanzenhorns hier. Der Lanzenhorn sein. Warte kurz. Aber das nehmen wir mit. Ja, diese Heilpflanzen, die brauche ich eigentlich. Oh, oh. Nicht da reinlaufen, bitte. Warte doch. Geht doch. Oh, da drüben ist noch eine. Ach so. Ach, fuck. Hier, ich laufe noch mal ganz kurz darüber. Dann looten wir den und dann geht's schon wieder weiter. Okay, das müssen wir auch noch kurz mitnehmen. Und dann reiten wir in die weite Welt hinaus. Okay, das müssen wir auch noch kurz mitnehmen. Das sieht aus wie Heilpflanze. Das nehme ich für unterwegs mit. Das auch noch kurz. Wir brauchen nämlich unbedingt mehr Heilpflanzen. Das ist Feuer gewesen. Ja, okay, den Rest müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Und hüpf! So, dann geht's hier lang. Und da kommt schon gleich das Feuerchen. Das nehmen wir natürlich mit. Wir müssen ja speichern. Wo ist das kleine Viech? Hier war gerade ein kleines Viech, habe ich genau gesehen. Wo ist es hin? Da. Nee, das war das nicht. War das das? Das ist echt hübsch hier an manchen Orten, ne? Also manchmal sieht es natürlich auch so ein bisschen karg aus und Wüste und so, aber manche Orte sind auch echt hübsch. Ja, dann speichern wir hier mal. Dann müssen wir da durch, ja? Und hoch! Hallo Leute, ich bin nur auf der Durchreise. Ups. Hallo. Hallihallo, Entschuldigung. Oh. Nein. Wie springen wir denn mit so einem Viech? Nein, du fällst ja gleich runter. Bist du wahnsinnig? Okay, genau da lang. Und dann einmal scharf nach da, bitte. Ja, nee, das war zu weit. Ugh. Du bist doch Gott, du bist doch lebensmüde. Also wendig ist das ja hier nicht gerade, ne? So, ja, das sieht ganz gut aus. Okay. So, wo müssen wir denn lang? Ihr seid hier schon wieder alle im Weg. Lagerfeuer entdeckt. Wo denn? Da, okay. So. Dann speichern wir hier auch nochmal ganz kurz. So. Und wir müssen da lang. Da geht es nach Meridian. Gehört das alles schon zu Meridian? Leicht, ne? Ach so. Ja, okay. Dann wartest du hier kurz. Es tut mir leid, aber alle eingeführten Waren müssen untersucht werden. Das ist eine Frechheit. Hi.
Kannst du mir was Neues, Cooles anbieten? Sprengschleuder? Ist das neu? Ich glaube nicht. Schattenrassler? Kriegsbogen, das wäre natürlich mega nice. Da müssten wir aber Tramplerherz haben und Metallscherben. Sehr schade. Gibt's hier irgendwas Cooles Neues? Nichts, was wir uns leisten können, sowieso schon nicht. Schatzkisten? Die kaufen wir natürlich. Modifikationskiste. Muss geöffnet werden, um ihren Inhalt zu enthüllen. Eine Kiste, die eine zufällige Waffen- oder Outfit-Modifikation enthält. Könnte auch cool sein, aber vielleicht verkaufen wir erstmal was. So. Wir haben doch diese komischen Sachen. So wie Uhr und Co. Wo ist denn das? Was man irgendwie nur verkaufen kann, oder ist es woanders gewesen? Die Sortierung ist ein bisschen anders. Verkauf gegen Metallscherben. Also das hier ist auf jeden Fall das Verkauf gegen Metallscherben. Ist das einzige, wo nur das dran steht. Genau, das können wir auf jeden Fall schon mal verkaufen. Okay. Geschäft, das kann man vielleicht noch. Altes Metallauge. Das kann man hier theoretisch alles irgendwie noch brauchen, ne? Ja, ich glaube schon. Was ist das hier? Metallgefäß. Da könnten wir vielleicht mal... Verkaufen wir mal 10 Stück von. Da haben wir immer noch viele von. 48 immer noch? Dann verkaufen wir nochmal 8. Was ist das? Kühlsaft. Können wir auch vielleicht mal 8 von verkaufen? So, haben wir ja noch irgendwas, was... Das haben wir noch ganz schön oft, ne? Könnten wir vielleicht, was machen wir denn mal? Machen wir 38. Ja, Stöcker, da haben wir, können wir da irgendwie alle verkaufen, geht das? Händler diesem Gegenstand nicht interessiert, okay. Schade. Das konnten wir, glaube ich, am Anfang mal verkaufen und jetzt nicht mehr. Zünder, ja, da können wir aber vielleicht mal 50 Stück von verkaufen oder so. Oh, wir haben also noch mehr gehabt. Dann nochmal 32. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt haben wir auch wieder 1000 Scherben, 1300 Waffen. Was haben wir hier? Speer, haben wir das doppelt? Karja-Jägerbogen, Kriegsbogen, Schattenjägerbogen. 120, 31, 60, 25, 120. Ja, ich glaube, den können wir eigentlich verkaufen, ne? Können wir diese Modifikation dann noch rausholen? Das weiß ich nicht. Können wir vielleicht mal gucken. Wie lange müssen wir warten? Wie lange müssen wir warten? Gute Frage. Was ist hier los? Olin ist irgendwo da drin. Und auch Erend. Der andere Fremde, mit dem ich vor der Erprobung gesprochen habe. Erend sagte, er würde mich seiner Schwester vorstellen, wenn ich nach Meridian komme. Er sagte, sie sei Hauptmann der Garde. Die Stadt ist abgesperrt. Viel Glück beim Durchkommen, Fremde. Wenn das so weitergeht, bin ich in einem Monat pleite. Es die Händler ausbaden. Das ist aber echt groß hier, ne? Voll die Riesenbrücke. 400 Meter lang oder so, gefühlt. Halt! Stopp! Genau da! Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Wir haben ein paar Wachen. Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Karja-Truppen am Rotkampass. Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot? Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Ha! Ich fürchte, dass Erend, der neue Hauptmann der Garde, ein Mann in Trauer, keine Zeit finden wird für eine Fremde. Aloy! Du lebst! Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz! Macht Platz! Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Hast du getrunken? Ja, fast nichts. Ein bisschen. Du lebst also. Das ist ein Grund zum Feiern. Geht auf mich. Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Da drüben. Sie darf also. Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir.
Bitte, jetzt sind wir zwei ganz allein. Was wolltest du mir sagen? Ich habe das von Ersa gehört. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Ha. Wichtig für alle hier. Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando. Hielt mich auf Kurs. Und jetzt soll ich sie ersetzen. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Es wird leichter. Hör auf, dich zu bemitleiden. Ich habe auch jemanden verloren. Ich habe auch jemanden verloren. Bei der Erprobung. Mein Ziehvater. Sein Name war Rost. Das ist schrecklich. Wie kommt es, dass immer, wenn was Schlimmes passiert, die Leute dir erzählen, was ihnen Schlimmes passiert ist, als ob es das besser macht? Das stimmt. Ja, wie kommt das? Was soll's? Du wolltest etwas mit mir besprechen? Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Bei der Erprobung griff uns eine Gruppe von Mördern an. Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosionen. Oben, auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört. Dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Viel wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich wegen Olen. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. Ich muss Olen finden. Ich muss wissen, was er weiß. Aber er ist ein Freund. Nicht so richtig. Nein, ein Verräter. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen. Aber ich weiß, dass Olen mit ihnen arbeitet. Aber ich... das... Du musst das nicht verstehen, Erend. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Schrott und Relikten. Ich weiß nicht wo. Gibt es einen Ort, wo er öfter ist, an den er zurückkehrt? Ein Haus. Hier in Meridian. Okay, dann führ mich hin. Ich muss es durchsuchen. Na schön. Solange ich als Zeuge dabei bin. Kein Problem. Ich muss Olens Haus sehen. Jetzt. Okay, okay, dann komm. Hm. Er tut mir ein bisschen leid. Schwester verlieren, viel Verantwortung tragen, ihren Platz einnehmen. Leute hier und alle reden gleichzeitig. Wie kann man da denken? Ich denke nicht. Ich trinke nur. Ja. Dann wird sie niemand ersetzen können. Ist sie eine Nora? Und jetzt hört er auch noch, dass ein Freund ein Verräter ist. Schon hart. Blut für Blut. Wie lange noch will er Bart sich in seinem Palast verstecken? Blut für Blut. Rache für Ersa. Wie lange noch will er Bart sich in seinem Palast verstecken? Jahr für Jahr. Warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet und ihr Tod ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis! Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen! Was hat er über Ersas Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Okay. Dann kommen wir einfach nur mit. Okay, wie kommen wir da rein? Oh, das war subtil. Da sind wir. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Außer dieser Tür. Das alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Das sieht so aus. Die Ecke des Teppichs ist ausgefranst. Und der Boden ist da ganz abgenutzt. Okay, aber oben müssen wir trotzdem immer ganz kurz gucken.
Oh, da müssen wir sowieso überall noch gucken. Familienporträt, gewebter Stoff mit Ocker und Insektenpigmenten malt, zeigt eine Familie. Ja, okay. Okay, da die Tür ist zu. Dann nochmal runter. Und dann begutachten wir das doch hier mal. Mal sehen, was darunter ist. Hey, wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Finde einen Weg, die Luke aufzubrechen. Okay. Also doch nochmal nach oben gucken vielleicht. Lass gut sein, Mädchen. Verschwendest deine Zeit, ja. Ich glaube auch. Vielleicht müssen wir da noch ganz hoch gucken. Gucken wir mal. Hier ist ganz schön viel Metall. Könnte genau das sein, was ich brauche. Das heißt, wir schieben es einfach runter und dann knallt das dort drauf und umso besser. Das ist das Familienporträt. Ja, okay, dann... Sieht groß und schwer aus. Die richtet bestimmt viel Schaden an, wenn sie runterfällt. Wie praktisch. Nur ein Schubser. Vorsicht, Erend! Wow. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Ja. Okay, und jetzt? Ach, da geht's ja weiter. Betritt den geheimen Raum. Ach, er ist schon vorgelaufen? Was ist das? Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Olens Tagebuch. Zweidimensionale Karte. Okay. Olen hat Tagebuch geführt. Olen? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Olen wusste von allem. Okay. Wir gucken uns mal Olens Tagebuch an. Ist das das? Gescannte Briefe. Vierter Tag. Jetzt bin ich ein Verräter und sehe keinen Ausweg. Wenn ich zum Anfang zurückgehe, als sie mich umgedreht haben, gibt es da etwas, das ich übersehen habe? Nein, es gibt kein Entkommen. Wie soll mir das Schreiben da helfen? Zehnter Tag. Du hast mir dieses Notizbuch gegeben, als du mir das Schreiben beigebracht hast. Nach all diesen Jahren riecht es immer noch nach dir, nach Lavendel und Asche aus deiner Schmiede. Das ist alles, was ich noch von dir habe. Schreib mir Nachrichten hinein, hast du damals gesagt. Teile deine Gedanken, trenne die Blätter heraus und schick sie mir, um zu zeigen, dass ich an dich denke. Aber ich habe es nie getan. Meine Hände sind zu schmutzig für Pergament. Wie sehr ich mir wünsche, ich hätte dir den Gefallen getan. Wie gern ich es jetzt täte. 15. Tag. Derselbe Traum. Dein Haar im Licht des Schmiedefeuers, unser Sohn auf meinen Schultern. Wir sind frei. Du drehst dich zu mir um und flüsterst, das ist ein Traum. Ich antworte, ja, ich weiß. Und dann wache ich auf. Allein. Sogar wach ist mein Leben ein Traum, eine Lüge. Mein Verrat wird dir keine Freiheit verschaffen. Er verschafft uns nur Zeit. Aber jede Sekunde, die du lebst, die er lebt, wenn Verrat der Preis dafür ist, zahle ich ihn. 34. Tag. Jede Woche ruft mich das Gerät heimlich zu einer neuen Ausgrabungsstätte. Wir arbeiten wie Getriebene, als ob es an uns liegt, den Boden der ganzen Welt umzugraben und die Zeit dafür knapp wird. Wir wühlen herum, um die Kadaver alter Dämonen zu finden. Sie wollen die Waffen, es kann nicht anders sein. Welchem Elend helfe ich, auf diese Welt zu kommen?
38. Tag. Ich trinke mit Erend und Ersa, aber auch das süßeste Gebräu kann nicht den Geschmack der Schuld aus meinem Mund spülen. Jeden Tag betrüge ich sie durch mein Schweigen. Die Verbrecher beobachten alles durch das Gerät. Ich rechne jederzeit damit, dass Ersa mir eine Klinge in den Hals rammt. Aber Feuer und Spucke, sie verdächtigt mich nicht. Ich muss ein besserer Lügner sein, als ich dachte. 54. Tag. Unruhiger Schlaf, die letzten 3 Nächte. Ich musste an dieses Nora-Mädchen denken. Warum soll sie getötet werden? Es muss an dem Gerät liegen. Aber selbst wenn, was sollte sie schon für eine Bedrohung sein? Wir haben Explosionen und ferne Schreie aus dem Dorf gehört. Ich dachte, die Wilden würden uns die Schuld geben, uns angreifen. Ich habe es mir beinahe gewünscht, aber ihre Stammmütter ließen uns ziehen. Wir flohen mit einer Kriegereskorte zur Grenze und überquerten sie am Tagturm. Jetzt soll ich zu einer Ausgrabung im Steinkranz gehen. Sie versprechen mir einen kurzen Blick auf dich, auf unseren Sohn. Ich hoffe so sehr, euch zu sehen. Oh ja, das ist schon echt mies. Karte untersuchen. Eine Karte. Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Okay, dann haben wir jetzt ein paar Infos. Erend, hilfst du uns? Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Na, wenn seine Familie bedroht wird. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Der Fokus, er zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus ist auch so? Das Gerät ist das Gleiche. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren, über weite Entfernungen. Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin? Ja. Ja, ich glaube, so war es. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Ja. Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt. Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten-Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid, aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Das wäre echt gut. Fies. Ich reise zum Rotkernpass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich. Ich helfe dir. Ja, mach ich. Ich brauche den Fokus nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkernpass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Ja, wir helfen ihm doch. Natürlich helfen wir ihm. Huch. Finde Olin bei der Ausgrabungsstätte ist jetzt erstmal Main Quest. 1000 Schritte. Es gibt hier auf jeden Fall noch eine Menge andere Quests. Die würde ich sagen, lasse ich vielleicht erstmal so. Hier gibt es so viele Händler. Ich muss überall gucken, ob es was Gutes gibt. Na gut. Was möchtest du besprechen? Du bist nicht von hier. Das ist gut. Aber eine Nora. Das könnte schlecht sein. Fürchtest du die Ruinen der Alten wie viele deines Stammes? Nein, obwohl manche gefährlich sind. Dann kennst du vielleicht das, was ich suche. Auf deinen Reisen hast du da merkwürdige Gefäße gesehen, in die Symbole der Alten graviert sind? Sie sind hohle Zylinder mit sichelförmigen Griffen an beiden Seiten. Wenn du mir 4 Sets dieser Gefäße bringst, kannst du mit mir ein gutes Geschäft machen. Oder was meint er? Für welche Rituale brauchte man die Gefäße? Sie wurden ganz sicher zusammen eingesetzt. Immer in Sets. Manche Leute denken dabei an Teezeremonien. Andere glauben, sie enthielten einst heilige Öle und Essenzen. Aber ich glaube, dass man sie ausschließlich bei der Rasur seines Bartes benutzte. Eins für Wasser, eins für Seife und so weiter. Jede Flüssigkeit hat ihr Gefäß und wird majestätisch aufgetragen. Ein festes Ritual. Es ist atemberaubend. Mhm. Aber welches Gefäß enthielt was? Ich muss es wissen. Ich muss unbedingt weiterforschen. Und okay. Wenn es einfach nur Trinkgefäße waren? Trinken?
aus diesen herrlichen Töpferarbeiten? Sei bitte nicht albern. Ach, sei nicht albern. Kann gar nicht. Du bist an den Alten interessiert. Mehr als interessiert. Ich studiere jedes Artefakt, das ich bekommen kann. Wegen meiner Forschungen bleibe ich am liebsten zu Hause. Ich kann nicht einmal mehr die Sonne ertragen. Ich weiß nicht, wie ich je eine Frau finden soll. Meine Familie drängt auf einen Erben. Kellerkind? Oh, guck mich nicht an. Oh nein, 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 ich gucke nicht. Mein Vater hat nämlich schon eine Ehefrau für mich ausgesucht. Sie interessiert mich nicht. Ein Bruder könnte mir diese Last abnehmen. Und ich könnte mich nur um meine Gefäße kümmern. Aber leider hat er wohl keinen. Okay, was hast du denn für uns? Mach mir schnell, ich habe zu tun. Palastbelohnungskiste, altes Gefäß. Ach so, diese alten Gefäße. Okay. U-Fly, Wayfarers haben wir schon. Bogen und Pharo würde noch fehlen. Oh, die würde ich schon gerne alle haben, ne? Dann müssen wir diese komischen Tassen vielleicht doch alle noch mitnehmen. Was ist das denn hier? Karte Metallblume? Ja, die Karten haben wir schon. Okay, zurückkaufen brauchen wir auch nichts. Dann verabschieden wir uns erstmal jetzt an dieser Stelle. Jetzt geh du nur auf die Jagd und stöbere in den Ruinen. Ah, du bist, was ich nicht bin. Stark, mutig, aktiv. Komm, reden wir. Haben wir schon. Was hast du noch für uns? Oh nee, das muss ich ganz kurz zuerst einmal einsammeln. Einmal einsammeln. So, und dann gucken wir mal, was du für uns hast. Wo bist du denn hin? Da. Was hast du denn für uns? Irgendwelche coolen Sachen? Schattenkriegsbogen, den würde ich auch gerne haben. Aber Tramplerherz fehlt immer noch, ne? Okay, hast du neue Outfits? Die wir uns alle nicht leisten können. Aber wir haben das. Das ist erstmal okay. Ich glaube, mit Rüstung sind wir soweit erstmal ganz gut ausgerüstet. Haha, ausgerüstet mit Rüstung. Haha. Okay. Ach, er hat so ein Sternchen. Ja, okay. Wo ist das Lagerfeuer? Zeig mir das Lagerfeuer. Da vorne. So, dann speichern wir hier einmal. Und dann haben wir wirklich lange genug gehabt. Er ist riesig. Welcher Turm ist riesig? Ach da. Ja, der ist sehr groß. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir tatsächlich zuerst einmal, dass wir Erend helfen. Und danach finden wir Olin. Das ist aber auch schon wieder ganz schön weit weg, ne? Wobei wir ja hier hinreisen könnten. Ja, vielleicht machen wir das sogar mit Schnellreise. Also, wow, hier gibt's echt viele. Verschiedene Sammlerobjekte. Die müssen wir uns auch nochmal angucken. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Okay, ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. War lange genug und dann sehen wir, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Also danke euch fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.